Herzlich willkommen, liebe Studis. Heute erkläre ich euch, wie man Bilder einbinden kann ins Wiki. Das geht ganz einfach. Wir gehen wie immer auf Seite bearbeiten. Genau, das hier kann weg. Wir klicken auf diese Schaltfläche hier. Da steht Bilder und andere Dateien hinzufügen. Da klicken wir mal drauf. Und schon wird dieses Fenster hier aufgepoppt. Links haben wir die einzelnen Medienordner. Das ist erstmal nicht so wichtig. Was für uns wichtig ist, ist diese Schaltfläche hier. Wir klicken auf Dateien auswählen. Und da schaue ich mal auf meinem Schreibtisch. Da gibt es eine Datei, die ich hochladen möchte. Die heißt IFS, eine JPEG-Datei. Und ich klicke auf Hochladen. Die wird gerade hochgeladen. Okay, alles klar. Ich kann jetzt natürlich auf Fertig drücken oder ich klicke direkt auf das Bild, damit ich das sofort einbinde. Und jetzt habe ich verschiedene Link-Einstellungen. Naja, bei dieser Einstellung hier wird nur der Link angezeigt. Das heißt, das Bild wird gar nicht angezeigt. Das wollen wir ja nicht. Genau, wenn man diese Einstellung auswählt und auf das Bild klickt, dann passiert nichts. Wenn man diese Einstellung auswählt und auf das Bild draufklickt, dann wird man zum Bild weitergeleitet. Und das hier hat auch wieder was anderes zu bedeuten. Da werden Details angezeigt. Ich nehme eigentlich immer das hier. Hier kann man auch sagen, wie das Ganze angeordnet werden soll. Soll das linksbündig sein, nennen wir das mal. Und hier kann die Größe noch festgelegt werden. Soll das small sein, medium, large oder Originalversion. Sagen wir mal, wir nehmen mal die Originalversion. Wir drücken auf Einfügen. Wir klicken auf Speichern. So, und jetzt sehen wir ein riesiges Bild. Das ist ja viel zu groß. Und das wollen wir mal schnell kürzen. Mal schauen, wo unsere Schaltfläche ist. Seite bearbeiten. Jetzt wisst ihr zumindest, was passiert, wenn man die Option Originalversion auswählt. Gehen wir noch einmal auf Bild. Wir suchen mal, wo unser Bild ist. Das war IFS, soweit ich mich entsinnen kann. Da klicken wir drauf. Und wir wollen, sagen wir mal, das Ganze in Large haben. Okay, das Einzige, was sich hier verändert hat zwischen dieser Zeile und der Zeile ist hier, dass hier noch ein und 300 steht. Das hier meint die Breite in Pixel des Bildes. Ein guter Wert fürs Wiki wäre 600. Das hier können wir rauslöschen. Klicken auf Speichern und haben auf einmal das Bild in angenehmer Größe vorliegen. Mit dieser Zahl hier kann man jetzt beliebig rumspielen. Man kann jetzt sagen, das soll noch kleiner werden. Dann ist das nur noch halb so groß, das Bild, beziehungsweise nur noch halb so breit. Man kann das Bild auch ausrichten. Man kann sagen, es soll rechtsbündig sein. Man fügt hier einfach zwei Leerzeichen ein. Und schon erscheint das Bild auf der rechten Seite. Man kann das Ganze auch zentriert gestalten, indem links und rechts jeweils ein Leerzeichen ist, oder linksbündig, indem hier zwei Leerzeichen sind. Was passiert jetzt eigentlich, wenn man hier irgendetwas hinschreibt, sagen wir mal Abbildung 1. Hier geht es um das IFS. Wir drücken auf Speichern. Nichts passiert weiteres, als dass, wenn wir mit der Maus hier drüber hovern, hier drüber gehen, dann erscheint eben dieser Text hier. Was man auch machen kann, ein Plugin, welches wir installiert haben, setzt man das Bild in eckige Klammern, links und rechts, eckige Klammern. Dann erscheint dieser Text hier als Bildunterschrift. Was ganz cool ist. Sehr gut, da haben wir es ja. Und schon sieht das Ganze etwas anschaulicher aus. Alles klar, oh, dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.